Es gibt immer wieder Herausforderungen. Allerdings kommt aktuell sehr viel zusammen und da ist die Energiewende ein ganz bedeutender Teil, zu der ich jetzt keine Parallelen in der Vergangenheit schließen kann. Ich denke, das ist eine einmalige Herausforderung, die wir da zu bewältigen haben. Wenn wir mit einer globalen Konkurrenz Schritt halten müssen und die den Energiebedarf deutlich günstiger decken können als wir, also somit deutlich günstiger produzieren, dann schlägt sich das in den Preisen nieder. Dann heißt das, dass unsere Kunden letztendlich ihre Aufträge nicht mehr in Deutschland platzieren, sondern anderswo, wo die Produktion eben günstiger ist, aber im Zweifel die Umwelt sogar deutlich stärker beeinträchtigt wird. Das ist verbunden mit einer Abwanderung von Arbeitsplätzen und somit auch mit der Möglichkeit der jungen Leute, hier in Zukunft noch ein sicheres und nachhaltiges Einkommen zu erwirtschaften. Wichtig ist auch mal klar zu positionieren, dass die Unternehmen sehr wohl erkannt haben, dass es einen Zwang zum Umdenken gibt, dass auch Unternehmen umdenken müssen. Das ist erkannt. Und ich hoffe, dass wir die Möglichkeit erhalten, das gemeinschaftlich mit der Politik zu tun, dass weder der eine noch der andere immer nur mit dem Finger aufeinander zeigt, sondern dass man es gemeinsam angeht. Die Unternehmen können ein wichtiger Partner der Politik sein, gerade wenn es darum geht, nachhaltiger zu leben.